Ich darf bitten, Platz zu nehmen. Der Obmann des Brucknerbundes Ansfelden, Peter Aigner, hat an diesem Abend des 20. November im Rahmen der Veranstaltungsreihe Bruckner 200 zu einem Künstlergespräch mit dem renommierten Bruckner-Dirigenten Rémy Ballot ins Anton Bruckner Zentrum eingeladen. Rémy Ballot wurde in Paris geboren. Er studierte Violine, Dirigieren, Musiktheorie und Musikpädagogik. Er schloss sein Studium mit dem Diplom des Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris ab. Was war der Grund, dass er nach Österreich kam? Bruckner war ein guter Grund, warum ich nach Österreich gekommen bin. Der Geist vor allem von dieser Musik und auch wie die Menschen immer noch hier in Österreich mit dieser Musik umgehen, es hat mich fasziniert, auch zu sehen, wie wichtig es ist in Österreich einfach diese Musik. Und das ist eine Art auch Nationalheld, ja, und auf jeden Fall in Oberösterreich so, so ja. 2024. Der in Wien geborene Ö1-Redakteur Peter Kieslinger, welcher auch bekannt ist für seine Konzerteinführungen, leitete das Künstlergespräch. Es wurde ausführlichst über Bruckner, der Mensch, seine Herkunft und auch ob Bruckner ein Musikant Gottes gewesen sei, gesprochen. Natürlich auch über die Interpretation der Brucknerwerke. Es war halt viel die Rede von altmodischen oder modernen Interpretationen. Es war die Rede von Instrumenten aus der Originalzeit. Und ich finde, der Rémy Ballot hat da einen sehr pragmatischen Zugang. Ihn stört das gar nicht, wenn man die Art und Weise, wie er Bruckner interpretiert, als altmodisch empfindet. Ich finde auch, dass jede Interpretation ihre Berechtigung hat und vor allem seine, weil sie mir besonders gut gefällt. Ein besonderes Verhältnis verbindet ihn mit dem Festival der Brucknertage in St. Florian, wo er jedes Jahr eine Symphonie von Anton Bruckner leitet. Und natürlich auch die Verbindung mit Ansfelden, dem Geburtsort von Anton Bruckner. Was Bruckner gemacht hat, er hat die Zeit und den Raum ausgewählt. Das heißt, er hat die Struktur, das Prinzip von dieser Rhetorik von Mozart, Haydn, Beethoven, ja, erweitert, ja, und ihren Raum. Für mich, was man sich als Landschaft, genau der Archetypus von Oberösterreich, das ist genau diese wunderschönen Felder, Wälder und diese Stimmung. Es ist einfach für mich unglaublich typisch. Ja, das kommt von Schubert. Im Jahr 2024 werden Ballots Gesamteinspielungen aller Symphonien Anton Bruckners einen Abschluss finden. Deswegen wird er auch als Bruckner-Spezialist bezeichnet. Ich liebe Bruckner, wie viele Leute eigentlich. Spezialist würde bedeuten, dass ich nur diese Musik kann eigentlich. Ja. Und ich habe natürlich ja, viel Bruckner dirigiert. Das ist selten, dass man alle Sinfonie schon dirigiert hat, mit meinem Alter, sagen wir. Es macht den Eindruck, dass ich ein Spezialist bin, ja natürlich. Weil auch es wird sehr viel kommuniziert. Darüber durch auch meine CDs und viele Leute haben meinen Namen gehört durch Bruckner. Ja? Aber ich mache viele andere Sachen. Auch jetzt werde ich einen Richard Strauss-Zyklus bei den Strauss-Tage in Garmisch-Partenkirchen machen zum Beispiel. Und ich bin noch keine, für die Leute noch kein Strauss-Spezialist. Aber es wird vielleicht kommen. auch, aber das sind, ich glaube, das ist eine Möglichkeit, mich anzuordnen und es ist kein Problem. Ich kann damit leben, es ist kein Problem. Für die musikalische Umrahmung hatte Peter Aigner zwei junge Musiker eingeladen, Felix Metzger und Stefan Deinhaber. Sie spielten zu Beginn vierhändig ein Werk von Antonin Dvořák. Dazwischen die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach und zum Abschluss natürlich ein Stück von Anton Bruckner. Musik.
Zum Schluss des Künstlergesprächs gab es für Rémy Ballot noch eine Überraschung. Es wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft des Brucknerbundes ans Felden verliehen. Ich habe mich wirklich schon sehr auf diesen Abend gefreut und bin kein bisschen enttäuscht worden. Es ist schon sehr faszinierend, wenn man den Mann, der so viele Bruckner-Sinfonien in St. Florian schon dirigiert hat und uns wunderschöne Musik beschert hat, dann über diese Musik und über seine Leidenschaft zu Bruckner sprechen hört. Das war ein eindrucksvolles Erlebnis.